Hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntag zu dem zweiten Part unseres WordPress-Tutorials. Heute geht es darum, einmal ein Design zu machen, beziehungsweise ich habe es gemacht und zeige es gleich einfach nur. Ich werde dazu nicht viel erklären. Ich habe das ja schon mal in dem View-Tutorial gemacht und zweimal dasselbe zu machen wäre irgendwie nicht so sinnvoll. Das wäre einfach verschwendete Zeit. Auf jeden Fall, das werde ich euch gleich mal zeigen und dann fangen wir auch schon an mit dem ersten Programmieren. Wir werden praktisch das Theme anlegen. Ich habe WordPress schon installiert. Wer damit noch Probleme hat oder es noch nie gemacht hat, ich habe hier einen kleinen Link, den könnt ihr einfach anklicken. Da habe ich mal ein Tutorial gemacht, wie man WordPress installiert. Und ja, los geht's. So, los geht's. Wie gesagt, ich habe WordPress schon installiert und wir werden jetzt einfach damit anfangen. Ihr findet natürlich wie immer oben einen Link zu der Seite hier, also zu wordpress.andischdesign-design.de. Dort könnt ihr unsere Fortschritte verfolgen und euch Hilfe holen, falls irgendwas nicht funktioniert. Allerdings werden wir eine ganze Menge mit PHP machen. Das seht ihr, wenn man hier auf den Quelltext geht, natürlich nicht. Man sieht hier nur HTML und CSS. So, wir haben hier ein Standard-Theme drin. Das ist einfach schon so vorgegeben. Und im Backend, also im Hintergrund von WordPress, können wir unser Theme auswählen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich werde jetzt aber erklären, wie ich das hier reingekriegt habe. Aktuell gibt es, wenn man hier auf ein Theme klickt, so ein schönes Bild. Wir haben hier einen Namen, die Version, von wem das ist, eine Beschreibung, Tags, also unter was es gefunden werden kann. Und hier unten jede Menge Zeugs. Das hier unten ist uns erstmal komplett egal. Wir wollen einfach erstmal das hier machen. Dazu brauchen wir eine CSS-Datei. Diese CSS-Datei muss in einen bestimmten Ordner im WordPress-Kuddelmuddel. Das heißt, wir haben hier eine Seite, also bei mir ist es halt unter WordPress gespeichert und diese ganzen Dateien hier, die sind für uns wichtig, wobei für uns im ersten Schritt eigentlich nur WP-Content wichtig ist und hier auch nur Themes. Hier finden wir einen Theme-Ordner für jedes Theme, was hier auf dem Server ist und natürlich auch einen weiteren für unser Theme. Hier habe ich schon meine CSS-Datei erstellt. Die seht ihr hier und ich werde mal kurz erklären, was eigentlich die Begriffe dort zu sagen haben.
Sieben Namen ist einfach, wie heißt es. Das wird auch später das sein, was hier angezeigt wird. Dann haben wir, wer das gemacht hat, wohin das verlinkt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf 7 Details klicke und ich hier drauf klicke, werde ich auf meiner Homepage verlinkt. Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Nee, doch nicht. Hier werde ich dahin verlinkt. Hier ist unsere Beschreibung und natürlich, welche Lizenz dieses Theme besitzt. Aktuell ist es halt free to use. Ich möchte allerdings jetzt schon vornherein sagen, dass das Theme kommerziell nicht genutzt werden darf. Also ihr dürft es gerne für eure Homepage verwenden, ihr dürft dort auch gerne dran rumspielen. Allerdings, wenn es sehr, sehr, sehr an mein Theme, was wir jetzt hier zusammen gebaut haben, angelegt ist, also es fast identisch aussieht, würde ich mich darüber freuen, dass vielleicht eine Verlinkung zu mir dasteht oder so etwas. Und kommerziell möchte ich diesmal einfach sagen, geht es nicht. Wer das Theme für Kunden oder für sein Geschäft oder für irgendwas Kommerzielles nutzen möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Wir können dann eine Lösung finden, aber ich möchte es diesmal nicht einfach so weggeben. So, das nächste, was wir haben, wir brauchen erstmal eine Ausgabe. Was heißt, ich habe jetzt unser Theme als Standard ausgewählt und wenn ich das jetzt hier aktualisiere, verschwindet das eigentlich gleich komplett. Warum verschwindet es nicht? Weil ich noch keine Index habe. Ja, wir brauchen nämlich eine Index.html, PHP. Neue Datei. Und zwar eine Index.php. Diese ist erstmal nicht wirklich aussagekräftig. Ja, möchte ich überschreiben. Zack, wir haben jetzt hier nämlich unsere PHP drin. Das Ganze ist natürlich sehr minimalistisch gehalten und wir können jetzt hier einfach schon mal unleashed, H2O reinschreiben. Und das wird aber später alles variabel, also es wird über das Backend, kann man das dann hier auch, was hier im Titel steht, verändern. Wenn wir das jetzt einfach mal aktualisieren, dann tut sich da immer noch nichts. Das kann doch nicht sein. Schließen wir das nochmal. 7. Aktualisieren. Ah, ich habe es nicht ausgewählt. So, jetzt sollte es funktionieren. Ihr seht, sehen wir gar nichts, weil unser Theme einfach nicht the Loop hat. Die fehlt einfach noch und das ist nicht gut. Das sollten wir jetzt nämlich als ersten Schritt ändern. Ich habe die ja schon mal vorbereitet und kopiere sie mir einfach hier rein. Da ändert sich nämlich im Prinzip nichts. Wenn ich das jetzt abspeichere, fragt WordPress, also wird WordPress erstmal gefragt, gibt es Beiträge? Wenn ja, poste die Beiträge und für jeder Beitrag wird im Prinzip so aufgebaut. Wir haben eine Überschrift, also hier the title, das zieht uns die Überschrift aus der Datenbank raus und hier the content. Wenn ich das jetzt speichere und aufrufe, sehen wir hier Überschrift, Content, Überschrift, Content. Und das sind die Beiträge, die wir jetzt gerade abfragen. Wir haben keine Auswahlkriterien, wir haben hier einfach einen Beitrag, noch einen Beitrag und wenn ich den zum Beispiel jetzt lösche, und das aktualisiere, ist er hier weg, weil es den einfach nicht mehr gibt. Dasselbe ist, wenn wir den jetzt zum Beispiel einen neuen Beitrag schreiben. Einfach einen Titel. Hier steht ein random Beitrag. Hier steht der Text dazu. Und das machen wir jetzt einfach mal und speichern das. Wenn wir das jetzt sehen, haben wir hier einen neuen Beitrag. Das zum Beispiel wird im ersten Schritt unseres Tutorials sein, dass wir es hinkriegen, dass diese Dinger, also diese Beiträge, so aussehen. Also jeder dieser Bild-Text, Text-Bild, Bild-Text, wird ein Beitrag. Das ist nämlich das Titelbild zu dem Beitrag, das ist die Überschrift des Beitrags, Autor, wann das gepostet wurde, wie viele Kommentare, oh, hier ist was verrutscht, wie viele Kommentare und hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Text im Prinzip. Der wird später einfach verschwinden. Wir sagen nämlich einfach, nur so und so viele Zeichen dürfen dort gepostet werden und dann wird jetzt lesen verlinkt, dass wir zu dem Beitrag kommen. Ja, das wird allerdings erst nächste Woche unser Ziel sein. Diese Woche war es einfach nur mal, dass wir schon mal unser Theme erstellen können. Das haben wir getan. Wir haben unsere erste Ausgabe generiert. Das war alles relativ einfach, weil wir haben hier nur zwei Dateien. Wir haben einmal Index.php und eine Style.css. Und im Prinzip ist das schon WordPress, wie es funktioniert. Man könnte jetzt schon im Internet mit einem Content Management Beiträge veröffentlichen, auch wenn sie schrecklich aussehen. Also ohne Witz jetzt, das sieht wirklich schrecklich aus.
So Leute, das war es dann auch schon wieder diesen Sonntag von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt die ersten Schritte von WordPress verstanden und freut euch auf nächstes Wochenende. Dann werden wir nämlich auf jeden Fall weitermachen mit dem Theme. Wir werden dann schon stückweise ein bisschen was gestalten, unsere Ausgaben, also die Ausgaben mit PHP ein bisschen verfeinern, dass wir auch die Daten kriegen, die wir wollen und alle anderen nicht. Und ja, so würde es eigentlich die nächsten Wochen weitergehen. Die Parts, ich weiß noch nicht genau, wie viele es werden. Ich schätze ganz grob, dass es ca. 20 werden, bis wir wirklich fertig sind. Es ist leider so viel und es wird auch leider eine ganze Weile dauern. Das ist halt ein WordPress-Theme. Das ist nicht mal eben wie so ein kleines CSS-Gadget irgendwie in 5 Minuten gebaut. Und daher hoffe ich, ihr bleibt am Ball. Bis nächste Woche Sonntag, 14 Uhr, nicht vergessen. Und wenn ihr News und alles Mögliche, was ich sonst noch so mache, mitbekommen wollt, vergesst nicht Facebook, Instagram und Twitter. Dort poste ich alle paar Tage mal irgendwas, was mir so einfällt. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao!